So, hallo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Dampfdruckdiagramm und darauf möchte ich Bezug nehmen im Konzepttest 46. Bei einem Dampfdruckdiagramm einer idealen Mischung A ist die Siedelinie eine Gerade, B ist die Taulinie eine Gerade, C gibt es keine Azeotrope, D ist die Gasphase immer mit Leichtsiede angereichert. Als erstes schauen wir uns mal ein Dampfdruckdiagramm an. Dort können wir sehen, dass wir im oberen Bereich bei den hohen Drücken die flüssige Phase haben, bei den niedrigen Drücken die Dampfphase. Die obere Linie, die auch mit dem oberen Pfeil markiert ist, das ist die Siedelinie und die untere Linie, die gekrümmte, das ist die Taulinie. Beim Dampfdruckdiagramm kann man halt ablesen, wie sich ein Stoffgemisch verhält, wenn es welchen Drücken ausgesetzt wird und vor allen Dingen, wie es sich verändert, wenn man den Druck erhöht. Zwischen der Tau- und der Siedelinie haben wir dann auch noch den Zwei-Phasen-Bereich. Dort haben wir halt zwei Phasen. So, dann gehen wir auf die Antwort A ein. Ist die Siedelinie eine Gerade? Ja, konnten wir eben ganz deutlich sehen. Die Siedelinie ist eine Gerade, also die Antwort ist richtig. Das lässt sich auch begründen, da aus dem ersten Rollschen Gesetz man die Funktion der Siedellinie erhält und das als eine geraden Linie, die wie folgt dargestellt ist. So, dann kommen wir zur B. Ist die Taulinie eine Gerade? Wie wir auch da sehen konnten, ist es nicht. Es ist eine konvex gekrümmte Kurve. Also die Antwort ist falsch. Das Ganze lässt sich auch wieder begründen, da wir aus der Kombination des Raoultschen Gesetzes mit dem Dalton-Gesetz folgende Funktion erhält und diese Funktion einer konvex gekrümmten Kurve entspricht. Kommen wir zur Antwortmöglichkeit C. Gibt es keine Azeotrope? Dazu müssen wir uns einmal näher angucken, was sind Azeotrope? Und da haben wir hier also eine Definition. Ist eine aus zwei oder mehr chemischen Verbindungen bestehende Flüssigkeit, deren Dampfphase dieselbe Zusammensetzung hat wie die flüssige Phase. Also, Azeotrope bilden sich, wenn die Partialdampfdrücke der Komponenten einer Mischflüssigkeit stark von den sich für eine ideale Mischung aus dem Raoultschen Gesetz ergebenden Dampfdrücken abweichen. Also, es weicht ab von dem Raoultschen Gesetz, was wiederum die Grundlage für eine ideale Mischung ist. Somit ist die Antwort für C. Es ist richtig, es gibt keine Azeotrope. So, dann kommen wir zur letzten Antwortmöglichkeit. Das ist die Antwortmöglichkeit D. Ist die Gasphase immer mit Leichtsiede angereichert? Die Antwort ist ja. Die Gasphase ist immer am Leichtsiede angereichert. Und damit kommen wir jetzt auch zur Begründung. Durch die Kombination der eben genannten Gleichungen, also Dalton und Raoul, erhält man folgende Gleichung. Und mit dieser, wenn R größer 1 ist, also B ist der Leichtsieder, folgt daraus unmittelbar, dass Y, die Gasphase, immer größer X der Gasphase ist. Die Taulinie verläuft somit immer rechts von der Siedelinie. So. Das waren die Antwortmöglichkeiten. Hier habe ich sie nochmal zusammengefasst. Also die Antworten A, C und D sind richtig und die Antwort B ist falsch. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Konzepttest helfen. Sonst bei Raoul und Dalton gibt es noch einzelne Zusammenfassungen, die man sich da anschauen kann. Vielen Dank.